Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der wissenschaftliche Nachwuchs ist Fundament und Zukunft für ein kreatives und für ein leistungsfähiges Forschungssystem. Er braucht frühe Eigenständigkeit, klare Perspektiven, verlässliche Verträge und mehr feste Stellen. Die Arbeitsbedingungen und Karrierewege an Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen besser werden. Befristungsunwesen ist eine Fehlentwicklung und Missbrauch von Befristungsrecht muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Darüber sind wir uns im Bundestag nach jahrelangen Debatten jetzt offensichtlich endlich einig. Was hilft aber all die Einigkeit, wenn die Bundesregierung das nicht umsetzt? Zwei lange Jahre unter vier vor haben Regierung und Koalition nichts für den wissenschaftlichen Nachwuchs bewegt, außer immer wieder zu versprechen, bald tun wir etwas für euch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen nun fest, das Warten hat sich nicht gelohnt. Ministerin Wanke hat eine Schmalspurnovelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgelegt. Ihre Novelle ist an vielen Stellen wachsweich und wird wenig wirken, es sei denn, ihr Entwurf wird noch deutlich nachgebessert. Noch schwieriger sieht es beim Nachwuchsprogramm für zusätzliche Stellen aus. Es hängt in der Warteschleife. Wenn es so weitergeht, verhagelt die Bundesregierung die Perspektiven für einen Traumjob in der Wissenschaft. Der Bundestag darf das nicht zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wissenschaft ist die Grundlage für Innovation in unserer Gesellschaft. Damit aber überhaupt Neues entsteht, brauchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die neugiergetrieben quer und weiter denken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind mit Idealismus und mit Leidenschaft bei der Sache. Aber auf Dauer können Idealismus und Leidenschaft schlechte Arbeitsbedingungen und unsichere Karriereperspektiven nicht kompensieren. Neugier braucht Sicherheit. Und der Bund hat Verantwortung für die Beschäftigten in der Wissenschaft. Denn Arbeitsrecht ist Bundesrecht. Also nehmen Sie Ihre Bundeskompetenz auch anständig wahr, anstatt sie an Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu delegieren. Zahlreiche Studien zeigen, wie schlecht es um den wissenschaftlichen Nachwuchs bestellt ist. Das wichtigste Werk ist der Bundesbericht zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und 2008 wurde er zum ersten Mal veröffentlicht und die Kernaussagen von damals waren, es fehlt an der Planbarkeit von Karrierewegen, es fehlen sichere Beschäftigungsmöglichkeiten in der Wissenschaft. Gerade für Frauen ist die Durchlässigkeit im Wissenschaftssystem mangelhaft und die Förderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist insgesamt nicht nachhaltig. 2008 wie heute gilt, die Probleme sind geblieben. Allerdings bewegt sich Positives in den Ländern und in den Hochschulen. Beispiel Baden-Württemberg. Das Land erhöht die Grundfinanzierung der Hochschulen bis 2020 um 3% pro Jahr. Bis zu 3.800 neue Stellen können die und werden die Hochschulen damit einrichten. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Hier haben SPD und Grüne mit Vertretern aus Hochschulen und Personalräten den Rahmenkodex Gute Arbeit vereinbart. Dieser Kodex geht über Ihre Novelle hinaus. Er soll und wird nach und nach von den einzelnen NRW-Hochschulen unterzeichnet. Beispiel Niedersachsen. Über Zielvereinbarung mit den Hochschulen sollen Arbeitsverträge künftig an die Mindestdauer einer Promotion oder an die Laufzeit von Forschungsprojekten angeglichen werden. Beispiel Hochschulen. Es gibt immer mehr Selbstverpflichtungen, Codices of Conduct, Personalentwicklungskonzepte, Karrierewegentwicklung. Diese gute Praxis vieler Länder und vieler Hochschulen muss der Bundestag anerkennen. Ja, aber viele Länder und viele Hochschulen sind weiter als diese Bundesregierung. Dass der Bund hier hinterherkleckert, haben wir vor allem der CDU-CSU zu verdanken. Die grüne Bundestagsfraktion hat schon vor 1,5 Jahren eine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgelegt. Unsere Vorschläge und die des Bundesrates müssen in ihren Schmalspurentwurf einfließen. Erstens, Heier und Feier muss ein Ende haben. Es braucht daher klare Mindestvertragslaufzeiten. In der Qualifizierungsphase soll sie mindestens 2 Jahre betragen.
Auch bei Drittmittelbefristung brauchen wir klare Regelungen. Ein Vertrag darf generell nicht kürzer sein als der Bewilligungszeitraum der Drittmittel. Ohne konkrete Mindestlaufzeiten für Zeitverträge könnten Hochschulen und Forschungseinrichtungen weiter unzumutbar kurze Verträge abschließen. Da springt Ihr Entwurf deutlich zu kurz, denn genau diese Missstände muss die Novellierung doch im Kern beheben. Also bessern Sie hier nach. Zweitens, die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie muss besser werden. Und immerhin hat die Bundesregierung ja gegenüber dem Bundesrat an diesem Punkt die Schwäche ihres Entwurfs eingeräumt. Und deshalb werden wir jetzt ganz genau hinsehen, ob und wie die familienpolitische Komponente endlich verbindlicher gestaltet wird. Drittens, es kann sich problematisch entpuppen, dass Sie das nicht wissenschaftliche Personal aus dem Geltungsbereich des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes herausnehmen. Vom Techniker bis zum Wissenschaftsmanager gilt dann das Teilzeitbefristungsgesetz. Die gut gemeinte Option der Dauerbeschäftigung ist bei diesem hochspezialisierten Personal aber nur eine scheinbare. Wenn die Hochschule nicht unbegrenzt ins Risiko gehen kann, drohen dann Kündigungen statt Dauerstelle. Und Sie kennen doch auch den einschlägigen Artikel 14 für sogenannte vorübergehende Bedarfe, die sogenannte Projektbefristung. Die könnte dazu einladen, dass dann neue Ultra-Kurzzeitbefristungen abgeschlossen werden. Ich glaube, dass Zeitverträge über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz für das nichtwissenschaftliche Personal hier mehr Sicherheit bringen können. Klingt jetzt wie eine Wissenschaft für sich, aber wenn man da genau hinguckt, glaube ich, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Viertens, die Tarifsperre muss weg. Dann könnten die Tarifpartner sach- und zeitgerechte Vereinbarungen treffen, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen. All diese Änderungen bringen mehr Verlässlichkeit. Mit wachsweichen Soll- und Kann-Bestimmungen, wie Sie in Ihrer Novelle reihenweise arbeiten, kommen wir nicht weiter. Unser Ziel ist eine wirksame Novelle statt ein zahnloser Tiger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einerseits diesen verlässlichen rechtlichen Rahmen und wir brauchen feste und mehr dauerhafte Stellen in der Wissenschaft. Wir Grüne haben schon vor Monaten ein Bund-Länder-Programm für mindestens 10.000 zusätzliche Nachwuchsstellen an den Hochschulen vorgeschlagen, vom Mittelbau bis zur Tenure-Track-Professur. Das brächte mehr feste Stufen in die Karriereleiter und Impulse für eine moderne Personalstruktur. Wir sehen, dass in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Ähnliches gedacht wird. Allerdings sind sich Frau Wanker und die Länder noch nicht handelseinig. Wir wollen eine Einigung und erlauben Sie dafür, noch ein paar Hinweise zu geben. Mir erschließt sich nicht, warum das Bundesministerium ausschließlich Tenure-Track-Professuren fördern will. Wenn einige Länder monieren, das hilft uns nicht, wir sind überdurchschnittlich gut mit Professuren versorgt, dann können Sie das doch nicht einfach so beiseite wischen. Wenn Sie eine Einigung wollen, dann muss jedes Land für seine Hochschulen einen Gewinn aus dem Bund-Länder-Programm ziehen können. Gleichzeitig ist es richtig, wenn wir als Bundesebene einfordern, dass das Programm dauerhaft zusätzliche Stellen bringen muss, zusätzliche. Damit das gelingt, müssen wir aber stärker in die Grundfinanzierung der Hochschulen investieren. Denn dazu sind nicht alle Länder gleichermaßen in der Lage, zumal die Wissenschaftshäuser auch eine Vielzahl von Bundesprogrammen kofinanzieren und mitfinanzieren und die Finanzlage der Länder höchst unterschiedlich ist. Aber das Dilemma lässt sich auflösen. Der Bund kann zum Beispiel zusagen, die gemeinschaftliche Studienplatzfinanzierung auf Dauer zu stellen, indem der Bund den Hochschulpakt über 2020 hinaus verstetigt. Die Grundgesetzänderung, Abschaffung des Kooperationsverbots für den Wissenschaftsbereich muss doch einen Sinn haben. Und hier hätte es einen klaren, nämlich die Grundfinanzierung der Hochschulen über den Hochschulpakt über 2020 hinaus zu stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Programm für zusätzliche Nachwuchsstellen muss zügig kommen. Hier sind Kompromissbereitschaft und Kreativität gefragt. Zweitens, Frau Wankers Schmalspurnovelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes muss überarbeitet werden. Die Änderungsanträge aus dem Bundesrat dürfen Sie nicht einfach so in die Schublade legen. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und SPD, sind jetzt da in einer besonderen Verantwortung.
Wir als Grüne werden Änderungsanträge stellen, damit die Reform auch Früchte tragen kann für faire statt prekäre Wissenschaft, damit mit Sicherheit gut geforscht werden kann. Dankeschön. Vielen Dank. Alexandra Dinges-Dierig von der CDU-CSU-Fraktion hat als nächste Rednerin das Wort.